So, da sind wir heute mal wieder. Der Akku will nicht mehr. Dementsprechend neuen bestellt. Ein Huawei Mate 10. Machen wir halt mal einen neuen Akku rein. Warum man sich hier keine andere Marke an Telefon kauft, lohnt sich einfach nicht. Ich benutze das Ding auf Arbeit. Und da sind die echt stark belastet. Also ist das optimal. Das Ding wird sich jetzt, die SIM-Karte muss als erstes raus, die ist hier so ein extra Halter drin. Und aus irgendeinem Grund wehrt er sich gerade ein bisschen hier rauszukommen. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass das Handy etwas verbogen ist. Wenn man das sehen kann hier, das hat einen Knick weg. Ja, und da ist meine Frage jetzt auch, ist das jetzt so hochgekommen, weil der Akku eventuell aufgebläht ist? Oder habe ich mich da mal irgendwo raufgesetzt? Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Das Ding wird zwar hochbelastet, aber aufsetzen tue ich mich nicht, da ich das Ding eigentlich nie in der Arschtasche habe, sondern eigentlich immer irgendwo in der Jacke oder so. Aber naja, man will mal nichts ausschließen, alles kann passieren. Aber irgendwie will das Ding nicht raus. Da müssen wir echt zu harten Bandagen greifen. Ungerne, aber das will echt nicht raus. Hallo, hallo. Ah, okay, jetzt habe ich es. Ja, wahrscheinlich nicht gut getroffen. Jetzt ging es auf. Hier haben wir also ich habe nur eine SIM-Karte drin, das Ding hat zwei normalerweise, aber man kann aber anstatt der zweiten SIM-Karte, kann man wie zu sehen, hier eine SD-Karte einschieben. Da habe ich nochmal zusätzlich 16 GB zur Verfügung. So, nachdem man die raus hat, muss man hier unten die beiden Schräubchen öffnen. Dafür hat man einen speziellen Schraubenzieher nötig. Das ist ein ganz kleiner Torx, echt klein. Und den sollte man dann auch benutzen, weil man dreht sonst ganz schnell die kleinen Schräubchen krumm, rund. Und dann hat sich das erledigt und man kriegt die nie wieder raus. Also da ist wirklich das richtige Werkzeug angesagt und dann ist die eine sitzt natürlich auch noch extrem fest. Aha. Geht aber raus. Man sollte sich hier irgendwas bereitlegen, wo man die ganzen kleinen Dinger reintut, weil die sind dann gerne mal irgendwie auf Abwägen. Gerade so kleine Schräubchen, die findet man dann immer nicht wieder. So, dann haben wir die Schrauben hier raus. Jetzt geht es daran, das Gehäuse zu entfernen. Das ist ein bisschen nicht so lecker. Hier ist es zwar schon offen, hat sich das schon selbst ausgeklippt. Aber eben an den Ecken sitzt das immer noch ein bisschen straff. Da muss man schauen, dass man das vorsichtig rausklipst. Also mit ein bisschen Gefühl dazwischen. Und aufpassen, hier sitzt nämlich das Flachbandkabel hier dazwischen. Dass man das nicht beschädigt. So, dann braucht man natürlich einen kleinen Schraubendreher. Man muss den ganzen kleinen Gerödel. Können Sie kleine Gerödel entfernen. Dann müssen wir erstmal die Kabelhalter hier lösen. Einmal jenen. Eigentlich hatte ich hierfür mal einen kleinen Magneten. Keine Ahnung, wo der wieder abgeblieben ist. Ich gehe mal suchen. Ansonsten machen wir uns mal schnell einen. So. Muss ich einen großen nehmen, leider habe ich keinen kleinen Magneten jetzt hier liegen. Wer jetzt öfters bastelt und braucht einen Magnetschraubendreher und hat jetzt keinen da, ist das überhaupt kein großes Problem. Dann nimmt man einfach einen Schraubendreher und legt den über Nacht
einfach so an den Magneten ran und dann magnetisiert er sich darüber. Kann man hinten an den Lautsprechermagneten oder wo auch immer ranhängen. Das reicht dann schon ein Nächtle und dann ist der eine ganze Weile dann magnetisch. Ist dann natürlich ein Problem, falls man es nicht mehr will. Entmagnetisieren geht dann wieder nicht so einfach. Ja, gut, nun haben wir den lose, der ist hier drin. Dann heben wir den ab. Der ist hier unten reingeklipst, geht quasi so nach oben und ist dann da so festgeschraubt. Dann können wir das Kabel entfernen, dazu einen kleinen Schraubendreher. Den Stecker, der ist hier so raufgesteckt. Also einfach bloß von oben raufgedrückt und den klickt man dann so raus. Da ist der dann schon mal ab. Jetzt müssen wir noch die anderen beiden entfernen. Hier muss ich erstmal kurz die Kamera umsetzen. So, nun haben wir doch eine bessere Perspektive, hoffe ich. Jetzt schrauben wir diese Schraube lose. Wenn sie denn mal möchte. Wenn man mal aufhört mit der Scheiße, so andauernd. Man ist ja nur am Zittern. Ne? Es gibt Schrauben, die wollen nicht losgehen. Okay. Aha, sie wollen doch. Ich sehe es gerade, hier sitzt Schraubensicherung dran, blaue. Scheinbar hat man Angst, dass die Schrauben sich lösen. Hier haben wir dasselbe. Ach so, hier ist noch der Feuchtigkeitsindikator. Das ist ein weißer Pups. Den kann man einfach irgendwie abmachen. Der sitzt auf einer Schraube. Das ist einfach nur für den Hersteller. Falls ihr mal kommt und sagt, mein Handy ist kaputt, oder Versicherungsfall, und sagt hier, und die fragen euch, war das nass? Nein, ist nicht ins Wasser gefallen. Daran sehen die noch, ob ihr lügt oder nicht. Also von daher, das Ding muss ab. Den haben sie gleich auf die Schraube geklebt. Ist natürlich sinnvoll. Zwei Fliegen, ihr seht jetzt, ist das Ding schön magnetisch. Also wenn man den immer wieder nach Nichtgebrauch an den Magneten hängt, dann geht das schon innerhalb von ein paar Minuten. So, dann müssen wir den auch wieder anheben. Warum will der jetzt nicht raus? Ah, okay, der sitzt da unten drunter. Also muss der hier angehoben werden, da der hier mit einer kleinen Lippe hier unten drunter sitzt. Also man hat sich schon gut was bei gedacht. Und dann muss man das Ding hier so seitlich ein bisschen rausziehen. So, den hier. Legt euch das so hin, dass ihr auch alles wieder schön zusammenkriegt. Dann wieder die Stecker lösen. Die sind auch bloß hier einfach raufgeklippt. Und sollten relativ leicht abgehen. Ihr seht das so. Da sind wir schon mal hier. Und jetzt kommen wir auch schon in den Akkustecker ran. Ihr seht, das ist der hier oben. Der sollte sich ebenso leicht entfernen lassen. Eigentlich. Eigentlich, ja, macht er. So, dann haben wir ein Problem. Der Akku ist natürlich hier eingeklebt. Hier sind Klebeband unten drunter. Das wird sich so leicht jetzt erstmal nicht entfernen lassen. Muss man schauen, wie man da rankommt. Also wie ich das sehe, ist der Akku ist dünn und das Ding ist ganz schön aufgepolstert hier. Jetzt frage ich mich ehrlich, ist das Handy verbogen oder war der Akku aufgebläht? Kann ich jetzt nicht mehr so sagen. Okay, jetzt schauen wir weiter. Jetzt müssen wir den Akku vorsichtig hier rauslösen. Das ist nicht so einfach, denn wie gesagt, er ist mit so einem Gummiband festgeklebt. Und das ist eine fiese Geschichte. Da
Da muss man den jetzt ganz, ganz vorsichtig ablösen. Dass man da nichts weiter beschädigt. Wehrt sich natürlich. Man kann den auch warm machen, dann darf man den aber nicht von der Seite erhitzen. Logisch, das ist ein Akku. Da kann es zu bösen Kurzschlüssen kommen. Da muss man dann vorne übers Display erhitzen. Das ist natürlich auch so eine Sache, übers Display. Was ist erhitzen? Wie weit? Welche Temperatur sollte man? Da muss man halt auch aufpassen, dass es dann eben nicht zu heiß wird. Das, naja, manche machen das einfach. Man kann sich immer ein paar Hilfsmittel bedienen. Achtet darauf, dass er den Akku nach Möglichkeit nicht knickt. Weil wenn der bricht und drin Kontakt gibt, hat man natürlich auch 100 Punkte. Dann fängt das auch an mit brennen. Zumindest erstmal mit Schmoren. Weil die nicht so sonderlich stabil verpackt sind. Da die ja eigentlich in einer stabilen Verpackung drin sind, nämlich in dem Telefon. Deswegen muss man hier ein bisschen... Also man hört das Knistern drinnen, da hört man, dass sich das vom Klebeband löst, aber das ist natürlich sehr, sehr, sehr langsam. Ja, bei anderen Modellen ist es einfach, da ist der Klebestreifen, den kann man hier vorne anfassen und rausziehen. Das ist hier nicht so, den hat man hier schön kurz gehalten. Ich weiß jetzt nicht, ob das Absicht ist oder ob man einfach nur gesagt hat, naja, Ding wird sowieso weggeschmissen. Aber ich sag mir, für die Zwecke geht das mal noch ein, zwei Jahre, wenn man mal einfach einen Akku reinmacht. Nein. Da kann man sich schon mal eine Stunde antun, bei so vielen Stunden, die man damit spielerisch zubringt oder fotografisch. Oder man nutzt das Ding ja schon mittlerweile als Gedächtnisstütze und alles, was damit zusammenhängt. Und man ist ja schon förmlich aufgeschmissen, wenn man das Teil mal vergessen hat. Also ich weiß nicht, ob man es hört. Ihr das hören könnt, ich höre hier das Geräusch, dass sich das Klebeband löst. Eben immer aufpassen, dass der was reinstecken, dass der sich nicht zurücksetzt. Das klebt immer sofort wieder fest. Normalerweise könnte man die jetzt auch noch entfernen, damit sie nicht brechen. Naja, muss man wissen, ob man das möchte. Ich mache das jetzt mal einfach nicht. Bin ich zu faul, weil ich will eigentlich nur den Akku raus haben. So, jetzt greife ich doch mal zur warmen Luft, weil bei den anderen, bei den P-Varianten und sowas, da ist so ein schmaler Klebestreifen unten drin, den kann man dann oben rausziehen. Hier unten drunter ist so ein doppelseitiges Klebeband drin, das ist wirklich flach. Und da lässt sich nichts ziehen. Das ist, leider lässt sich das jetzt so nicht zeigen. Das klebt echt flach drauf und löst sich nur sehr mühsam ab. Also hier muss man eventuell doch vorsichtig mal den Spaß vorwärmen. Sehr vorsichtig vorgehen, dass der Akku nicht heiß wird. Nur ein bisschen warme Luft unterblasen, damit der Kleber sich anlösen kann. So.
Jetzt kann man hier mal reinleuchten. Und da sieht man das, wenn man genau hinguckt, dass da nur noch so ein ganz dünner doppelseitiger Klebestreifen hängt. Und das klebt wirklich unheimlich gut, das Zeug. Also man macht es den Probanden wirklich schwierig. Man soll halt doch lieber wieder Neues kaufen und nicht einfach hier für einen 10er Akku wechseln. Wer das nicht selbst machen möchte, der kann natürlich auch in den Handyshop gehen. Da gibt es so eine Bastelshops, die machen das auch. Nehmen halt 1 Euro mehr fürs Machen. Es ist wirklich nervig. Aber mit ein bisschen Anwärmen geht es halt schneller. Aber es kommt. Es kommt langsam, aber es kommt. So, das war Stück Nummer 1. Wir schauen noch mal mit der guten alten Minimac. Hat man natürlich 2 Streifen reingeklebt. Soll ja auch nicht wackeln. Also muss man den zweiten auch noch ablösen. Also mit ein bisschen warm gemacht geht es schneller. So, ihr seht das. Hier ist nur so ein hauchdünnes doppelseitiges Klebezeugs drauf. Jetzt nehmen wir halt mal den neuen Akku und kleben den ein. Den einfach nur reinlegen und anschließen. Genau wie bei dem alten, man sieht, da ist nichts anders. Den schiebt man jetzt hier rein. Also der klebt dann auch wieder fest. Und dann den Anschluss andrücken. Achtet darauf, dass der gut sitzt. Zack, raufdrücken und das Ding ist wieder fest. Macht den hier gut platt. Setzt den gut ins Akkubett rein. Der klebt dann auch direkt wieder fest, weil der alte Kleber noch drin ist. Ja, dann den Rest wieder anschließen. Die Brücken wieder anbauen. Die Kabel wieder zurück. Eventuell. Da wir das ja noch nicht gelöst haben, müssen wir hier auch nicht so aufpassen. Die Stecker alle wieder festklicken. Dazu einfach nur ansetzen, gut ansetzen, achte darauf, dass die richtig sind, einklicken. Und das war's schon wieder, bevor man den Rest festmacht. Können wir ja mal einen Test tun. Der sollte vorgeladen sein, der Akku.
Ja, muss man hier auf den Kontakt die Schalter sehen, hat man hier 1, 2, 3, also Lautstärke, laut, leise und an. Und wir sehen, der neue Akku funktioniert direkt. Zack. Und der Akku ist ein bisschen mehr als halb voll, 54%, sagt er. Das heißt, der ist vollgeladen. Also dieser Akku ist, wenn man hier da oben steht, der Baujahr. Hier steht 2017, wir haben jetzt 2021 frisch begonnen. Das heißt, er ist schon 3 Jahre alt. Darauf hat man leider keinen Einfluss, wenn man das Ding kauft, wie alt der Akku schon ist. Aber wenn der Hersteller die gut lagert, gibt es damit eigentlich auch nie Probleme. So, haben wir direkt ausgeschaltet, auch gut. So, ihr seht, alles funktioniert wie es soll. Der Akku muss dann natürlich nach Anschluss erstmal wieder neu geladen werden. Man sollte den beim ersten Mal wirklich nicht benutzen und gleich wieder entladen, sondern wirklich jetzt so lange am Netz hängen lassen, bis er voll ist. Beim Anschließen nicht vergessen, das Kabel, was hier drin liegt, das muss wieder vorher hier drauf. Das wird gerne mal vergessen und dann wundert man sich, dass für ein paar Sachen nicht gehen. Jetzt werden erstmal alle Schrauben wieder zurückgesetzt. Also ich habe jetzt einen guten magnetischen Schraubendreher für ein paar Minuten rangelegt. Kann man nicht meckern. Das Gute bei dem Hersteller ist, dass die Schrauben hier alle gleich lang sind. Man muss sich hier keine Gedanken machen, dass man überall ja bombardiert und wo saß die drin. Man kennt das ja von vielen anderen Sachen. Das ist hier nicht. Alle Schrauben sind gleich lang. Das ist halt das typische Poke-Yoke-System. Das heißt, es kann nur so oder gar nicht. Das ist nämlich. So kann das jeder machen und man muss kein unbedingter Fachmann dafür sein, der jetzt auf irgendwas spezialisiert ist, weil man es sonst nicht wieder zusammenbekommt. Also das ist schon so aufgebaut, dass eigentlich jeder, der ein bisschen technischen Verstand hat, das Ding auseinander und auch wieder zusammenbauen kann. So, jetzt kommen natürlich die ganzen kleinen Bleche wieder zurück. Hier muss man gucken. Hier, das kommt noch nicht rein, weil da muss erst der Stecker rauf. Wir schauen, wenn das so rum liegt, ist das so rum. Also greifen wir das jetzt so rum und klicken das dann so rum hier ein. Relativ einfach, wenn sich das nicht immer so störrig anstellen würde. Aber die Kabel sind alle ein bisschen. Die wollen halt so liegen, wie sie liegen. Da lassen sich auch nicht gerne reinreden. Wir gucken, ob wir das richtig gemacht haben. Das faltet sich so zusammen, wenn es drauf liegt. Und genauso wollen wir das auch haben. Jetzt kommt dieses Blech drunter. Das kommt zuerst mit der. Hier ist eine kleine Nase. Mit der Lasche hier rein. So, hier rauf und dann kommt die Schraube wieder rein. So. Dann haben wir die auch wieder fest. Das sind die Sicherungsbleche, die halten die Stecker quasi in ihrer Position.
Super Sache, wenn es denn funktioniert. So, und dann haben wir alles wieder zurück. Die Kabel sind angeschlossen. Hier unten habe ich sie gar nicht erst losgemacht. Ging auch so. Der Akku liegt schön flach drin. Ja, das ist fest. Jetzt wird die Rückseite wieder eingeklickt. Achtet drauf, wenn ihr hier irgendwas rausgenommen habt, dass natürlich die Kameras und die Schalter alle wieder ordentlich an ihrem Platz liegen. Und dann klicken wir den ganzen Kram wieder zusammen. Also ihr seht, hier am Rand sind dann lauter so eine kleine Klipse und da muss das alles ordentlich reinklicken. Natürlich von der falschen Seite angefangen. Man sollte eigentlich immer von der Schalterseite anfangen. So, zack, mit ein bisschen Kraft zusammendrücken. Aha, also es klickt auch alles gut zusammen. Also war das Telefon auseinander, nicht weil es krumm ist und weil sich das rausgelöst hat, sondern weil der Akku sich aufgebläht hat. Ich habe mich schon gewundert beim Öffnen, dass das alles so hoch steht. Dann ist der wahrscheinlich doch mal etwas zu warm geworden. Ich kann natürlich nicht sagen, wo. Ob das Telefon zufällig mal in der Sonne lag, es kann passieren. Manchmal hat man das, es hat zum Auto liegen, achtet nicht drauf. So, jetzt schalten wir es ein. Zack, da ist es. Er sagt Kennworteingabe. Das mache ich mal, dann nehme ich euch mal kurz weg. Okay. So, da haben wir den Spaß mal wieder aktiviert und alles funktioniert. Der Akku steht nach wie vor auf 54%. Jetzt werde ich den ans Ladegerät hängen und da laden lassen. So, das Telefon, mein Telefon da muss ich. Okay, dadurch, dass der Akku raus war, hat er natürlich auch sein Gedächtnis ein bisschen verloren. Das heißt, der muss jetzt alle seine Daten. Er sagt, jetzt heute wäre der 1. Januar, ist 1 Uhr 10. Das heißt, er muss jetzt erst wieder alles reinholen, Uhrzeit, Datum und alles sowas. Das macht er dann automatisch während des Ladens. Sucht er sich den Zugang zum Netzwerk und aktualisiert sich dann automatisch. Ja, das war es dann soweit. Akku ist drin, kein großes Ding. Was man nicht vergessen darf, hier sind noch zwei Schrauben, nämlich die, die hier unten rein müssen. WhatsApp-Fehler, mein Datum ist nicht korrekt. Er schreit jetzt natürlich, weil er erkennt, dass hier ein paar Sachen nicht stimmen. Hier unten die beiden Schrauben, die müssen natürlich auch wieder zurückgesetzt werden. Die hatte ich jetzt mal gerade vergessen. Deswegen ist gut, dass man die sich alle so hinlegt, dass man sie auf jeden Fall wieder sieht. Dann kann man nämlich am Ende sehen, oh, da sind nur zwei Schrauben übrig. Die werden wir mal noch irgendwo einbauen. Ja, so viel dazu. Ich setze einen Link runter, wer Akkus haben möchte. Die gibt es natürlich im Netz zu kaufen. Sehr preiswert. Gibt es mehrere Anbieter, mehrere Händler, mehrere Online-Plattformen, wo ihr im Endeffekt kauft. Bleibt euch überlassen. Kauft ihr über meinen Link, kriege ich da 2 Cent vor dafür. Also, das ist schon mal super Sache. Also, ich bin jedem dankbar dafür, weil damit unterstützt ihr mich ja auch. Und ich kann jede Menge Unsinn weiter verbreiten. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch viel Erfolg. Bleibt hurtig und gesund und wir sehen uns demnächst, wenn ihr Bock und Zeit habt.